Hi Leute, da sind wir wieder zurück. Nein, wir sind wieder zum nächsten Spieltag. Heute gegen Hannover 96. Wir sehen die Mannschaft hier gerade beim Abklatschen, ne? Beim Tachsin sagen. Und ja, wir haben ja letztes Spiel 2-1 gewonnen durch Gianluca Waldschmidt. Zur Überraschung, also ich hätte nicht gedacht, dass wir das Ding noch gewinnen. War aber cool. Und das werden wir schon reißen hier. Wir sehen Hannover mit Lukas Kruse auch im Tor. Und Erdic ist auch vorne im Sturm. Ich habe gehört, Hannover möchte sich Lukas Barrios holen. Hat sich auch noch einen guten Stürmer geangelt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Irgendein, den fand ich nicht schlecht. Der hatte bloß keine Spiel. Scholley. Und bei Thomas Schaaf, ich glaube, bei Thomas Schaaf kann sich Scholley wieder rein arbeiten. Das habe ich im Gefühl, und Hannover mit Thomas Schaaf als Trainer wird die Mannschaft gut. Die wird sich wieder reinarbeiten, und sie hat ja auch keine schlechte Mannschaft. Es fehlt einfach nur die Tore. Manchmal spielen die so gut und machen dann einfach die Tore nicht. Das ist schade für Hannover, weil es ist ein guter Verein. Schlomka hat auch gesagt, Schaaf die beste Wahl. Ich finde es auch, Schaaf ist ein super Trainer. Ich fand auch bei Frankfurt hat er keine schlechte Arbeit gemacht. Aber er hat einfach das Vertrauen nicht gekriegt, was er jahrelang bei Bremen gekriegt hat. Und dann hat er sich einfach gesagt, nee, dann gehe ich lieber. Wenn sie mir nicht vertrauen, dann gehe ich lieber. Kann ich verstehen. So, jetzt ist er wieder da und das freut mich. Und Hannover, da wird da eine gute Mannschaft draus basteln. Das weiß ich jetzt schon. Die werden nicht um den Abstieg kämpfen. Und am Ende täusche ich mich wieder wie gegen Freiburg. Oder wie mit Freiburg. Hier sehen hier auch die Hannoveraner. Die haben sich auch ein bisschen verstärkt mit Pascal Groß. Bech, der ist ja in Wirklichkeit auch bei Hannover. Oh, aber wir passen auf. Edgar Bripp. Und Wellenreuther. Oh mein Gott. Und Hartherz. Hannover macht hier gleich mal Druck hier. Die drücken hier mal uns gleich. Ja. Gleich mal gegen die Wand hier. So, gut. Schön vor. Den haut er selber rein. Der Wellenreuther, den haut er selber rein. Angehen sehe ich da nicht. Also er wurde auf jeden Fall nicht angegangen, wenn jetzt irgendjemand schreiben sollte. Es ist einfach doof. Hat sich einfach doof angestellt mit der Hand. Kacke, jetzt müssen... Oh, Alter, Kirsch. Oliver Kirsch. Da muss er mehr kommen. Du bist erfahren, Junge. Und wir gucken mal, ob wir jetzt nochmal zurückkommen. Wir sind ja eigentlich die Mannschaft, die nicht so gerne in Rückstand kommt, sondern wir machen lieber ein Tor und dann kontern wir lieber. Aber geht halt diesmal nicht so. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ganz unten steht einer. Das ist der Kotsch. Der sieht man gleich Stöger. Der sich hier am ersten vorbeispielt. Und dann die Übersicht hat auf Moritz Stoppelkamp. Ah, scheiße. Kommt nicht an Sakai vorbei. Ja, der gut gemachte verteidigt. So, jetzt Marcelo. Hat sich auch richtig gut reingespielt in Wirklichkeit. Also, an ihnen liegt es nicht wie an Sané. Der ist auch gut. So, jetzt Heinelot. Kann sich da am Ende nicht durchsetzen. Schmiedebach, der hat gesagt, er möchte seine Karriere bei Hannover beenden. Finde ich cool, dass er echt bei Hannover bleiben will, seine ganze Karriere. Kurz mal bei Hertha gewesen, also in der Jugend. Oder in Berlin, ist ja ein Berliner Bursche. Nein, Stöger kommt. Jetzt reden wir mal nicht über die Vergangenheit oder was in der Zukunft passieren soll, sondern was in der Offensive passiert. Pascal Groß, 2-0 Hannover 96. Ja, da kriegen wir einfach Dinge rein, die hätten nicht sein müssen. Das sind einfach dumme Dinger. So, jetzt gucken wir mal. Stoppelkamp. Moritz Stoppelkamp. Oh mein Gott, der Ex-Hannoveraner. Ex-Münchner, 1860 München, ne? Oh, jetzt Afdijay kann sich da nicht durchsetzen. Und Waldschmidt kommt da ran gegen Kruse. Nein. Nur noch keinen Torschuss gegen Lukas Kruse. Der denkt sich auch, heute ist mal Schildtag. Die Paderborn haben Glück.
Oder haben heute mal, wie komm ich denn auf das Wort? Haben heute mal Gnade mit mir oder so, ne? Wollen die heute kein Tor gegen mich schießen? Weil er so jahrelang bei Paderborn gespielt hat. Kein Plan. So, jetzt der Stoppelkamp. Auf Hartherz. Er kommt, der setzt sich da irgendwie durch, aber legt sich den Ball dann am Ende zu weit vor und Groß hat ihn dann. Anton. Kruse. Kloppt den Ball am Ende einfach raus. Heinelot gewinnt das Duell. Und Kotsch. Sucht Stöger und er setzt sich hier schön durch. Stöger mit der Flanke wird umgegrätscht. Freistoß. Und wir können eigentlich aus Freistößen was machen. Aus der Entfernung auf jeden Fall Cem Stöger. Mit der Freistoß. Kotsch konnte sich nicht durchsetzen. Schade. Stöger legt den Ball nochmal ab für Heinelot. Der sieht, dass Kruse etwas zu weit vorm Tor ist, aber geht nicht aufs Tor. Der kloppt den Ball jetzt raus auf Erdinç. Und Hofmann hat aufgepasst. Schöner Ball von Hofmann hier auf Kotsch. Der wartet hier und sucht Stöger. Und der sieht jetzt Waldschmidt. Ah, schade, kann sich da nicht durchsetzen. Der Luca. Ja, auf geht's, kämpfen und siegen. Hannover, okay. Marcelo. Schmiedebach. Oh mein Gott, Edgar Pripp. Erdinç, Erdinç, hau ab hier. Kotsch. Mann. Ja, Hannover spielt klar besser. Können wir nichts machen. Ist halt so. Haben uns einfach unter Kontrolle. Wir haben hier keine einzige Möglichkeit aufs Tor gebracht. Ja, natürlich. Natürlich kann sich Sakai wieder durchsetzen. Mann, Alter, wie er sich auch den Ball abluchsen lässt, wie ein Kleinkind, der sich einen Schnuller klauen lässt, so einfach. Und jetzt, och, natürlich kommt er daran, das gibt's doch auch nicht. Kriegen hier auch jeden Zweikampf geschenkt von unserer Mannschaft. Der Sieg gegen Dortmund war nicht gut, Pripp jetzt. Und geklärt von Hofmann. Avdijay. Und ganz unten los, jetzt komm, lauf, Kotsch, du bist schnell. Sucht das Duell gegen Marcelo. Und jetzt sucht er Kirsch, Kirsch. Aber genau, Mann, warum kann man den denn genau auf den Mann bringen? Das muss man auch erklären. Das verstehe ich nie. Er hat ihn genau auf den Mann geschossen. Das ist scheiße. Entweder schlecht ist das. Gehen wir rein. Ja, das habe ich gar nicht. Aber ist egal, wir haben den Ball. Und wird gefoult. Freistoß. Gelbe Karte. Erdinç. Ja. Wir bringen ihn einfach mal rein. Und da kommt der Ball um wie Pascal Groß. Hofmann gefoult. Schiri. Rot. Alles rufen. Und wann bringt's was? Edgar Pripp gegen Heinelot. Nee, gegen Bech gegen Heinelot. Und Heinelot hat sich mal wieder durchgesetzt. Avdija jetzt. Heinelot. Waldschmidt sieht da oben Kotsch. Den kriegt der. Setzt sich hier durch. Kotsch. Kirsch. Kein Anspiel, schade. Oh, das war knapp. Hartherz. Sieht Stoppelkamp. So, jetzt mach mal was. Vorbei, auch wenn es nicht beabsichtigt war. Oh mein Gott, ist das ein schlecht. Der kommt gleich wieder runter, der Kirsch. Können wir auch Cenk spielen lassen? Der kann 6, der kann alles. Spielen hier einfach uns an die Wand, die Hannoveraner. Das muss man einfach eingestehen. Besseren Fußball. Aber ich habe ja gesagt, mit Rückstand werden können wir einfach nicht umgehen. Das sieht man richtig.
Wir setzen nur lieber auf Konters, warten auf den Ball und machen ihn dann schnell rein. Jetzt nochmal Bash gegen Wahl. Wahl setzt sich da stark durch. Er Stoppelkamp, renn nochmal. So, jetzt der Stoppelkamp. Los, zieh. Alter Schiri, das ist ein Foul. Er rennt in mir rein und ich soll das. Ist das Bullshit, Schiri? Kompletter Bullshit. Ja, wir bringen. Vielleicht bringt ein bisschen Jeng noch was. Oder Stoppelkamp. Passt einfach mal so auf wie jetzt. Moritz Stoppelkamp. Ja, ach, Schiri. Ja, nächstes Mal ziehe ich den Typen auch einfach am Arschloch, ne? Ey, ich hasse das. Dieses Rumgezerre. Mann, jetzt geht doch mal rauf da. Wir rennen doch nicht wieder zurück. Oh, regt mich das auf, wie die hier rumkacken, ey. Sané, jetzt natürlich, lauf einfach weg. Ja, natürlich, der kommt dann aber auch zu denen. Ja, oh, Hartherz. So, jetzt, Cheng. Natürlich, Groß wusste es schon. Oh, Stoppelkamp. 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 Schießt aufs Tor. Mann, schade. Totaler Angriff. Wir wollen, müssen jetzt hier nicht hinten rumkacken. Wir brauchen Tore. Jo, Stoppelkamp, lauf. Heinelot, komm. Und Hofmann, Kruse. Kruse, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, was der da gerade gehalten hat. Afdijay, Afdijay, Donis Afdijay. Boah. Das war richtig stark, Lukas Kruse. Das gibt's nicht, wie er den da noch rauskratzt. Den Killer da raus. So, wir haben die Ball, aber genau auf Schmiedebach. Heinrich Kopp. Jungs, ihr müsst den Ball dann noch holen. Sané. Salif Sané, der Ball, wenn der da durchkommt und Sané noch steht, dann ist vorbei. Nee, steht da nicht. Wahl. Gegen Sakai holt sich den Ball. Wir wechseln nochmal Stöger aus. Guali kommt. Klamit für Waldschmidt. Nicht für Waldschmidt, sondern für Afdijay Waldschmidt. Auf die 10. Ja, Stoppelkamp, renn doch einfach die ganze Zeit zurück. Sakai jetzt hier gegen Hartherz. Komm, Wellenreuther hast du. Bei Bälle, die er fangen muss, habe ich ein bisschen Angst. Hofmann, schön. Cheng jetzt auf Kotsch. Los. Ne, Guali. Warum spielt er den Ball so schlecht? Stoppelkamp. Cheng, Cheng. Alter, Handspiel. Wir kriegen den Freistoß. Marshall Cheng ist da. Cheng, Cheng, Cheng! Marcel Cheng, 2-1 Paderborn! Er nimmt den Ball nicht mit. Schönes Ding, Marcel Cheng. Die Mauer springt halt nicht hoch. Und damit passt er denn einfach. Sané dreht sich einfach weg. Und jetzt können wir nochmal reinkommen. Los, Jungs. Es hat einfach einen Standardgebrauch. Warum wird das jetzt gepfiffen? Das verstehe ich nicht. Das ist kein Foul für mich. Kriegt der Edgar den Ball da noch rüber? So, jetzt. Hofmann, komm.
Oh, Hartherz. Ich drück nach links, er köpft ihn in die Mitte. Ich weiß nicht, warum er ihn in die Mitte köpft. Ist für mich unverständlich. Er köpft ihn einfach in die Mitte. Das ist Bullshit. Ich hab das nicht gedrückt. Das ist die Krönung. Das ist die Krönung halt einfach. Cenk, Cenk. Oh, Kruse. Guali jetzt mit dem Eckball reingetreten. Heinelot. Gefoult. Echt? Ja, ich wollte schon sagen, jetzt nochmal Marshall Cenk. Cenk. Warum geht der denn da so hoch? Das ist Bullshit. Bei jedem anderen kannst du den komplett durch. Ich drück den da oben links. Und trotzdem fliegt er so. Ist doch Bullshit. Nee, tut mir leid. Man kann es zur Fee haben, wie du willst. Cenk jetzt nochmal. Waldschmidt, Hofmann. Hofmann. Elfmeter. Er gibt Elfmeter. Mach hinne. Oh. Das gibt's nicht. Lukas Kruse, du kleiner Hurensohn. Quali jetzt. Und jetzt macht er ihn rein. Und er pfeift ab. Das pfeift er ab, Handspiel. Und der Kruse wird zum Facker. Der wird zum Facker, der Paderborner. Wer hätte das mal gedacht? Das 3-1 ist Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Tut mir leid. Ich drück nach links. Er macht den da raus. Muss ich nicht verstehen. Werde ich hier unten. Werde ich nicht verstehen, weil ich habe nach links gedrückt. Der sollte ihn rausköpfen. Er soll ihn natürlich nicht in die Mitte spielen. Ja, ist einfach scheiße gelaufen. Ich war nochmal die Abwürfe für Wellenreuter. Hartherz nochmal. King Zombie. Afdijay natürlich. Durchsetzen. Und Waldschmidt nochmal. Naja, kotzt doch ein bisschen an, ne? Ist doch schade, Waldschmidt jetzt 71. Machst eigentlich kein schlechtes Spiel. Also jetzt von dem Ende der Partie hatten wir Möglichkeiten und der Kruse hält auf einmal alles. Ja, spielen wir jetzt am 10. Dezember gegen Hertha BSC. Gegen Lagos Verein, ne? Also, schönen Gruß, also kein Gruß rüber zu Lago. Haut rein, bis dann und ciao.